Hallo liebe Tieftonliebhaber, ich bin wieder zurück von der Guitar Summit in Mannheim und ich kann nur sagen, wow, was war und ist das für eine Wahnsinnsveranstaltung. Es war jetzt das erste Mal nach der Pandemie, dass ich dort gewesen bin und es ist super zu sehen, wie sich alles ja, zum Positiven entwickelt hat. Es gibt so viele tolle Bass- und Gitarrenbauer, der Hammer. Die Stimmung ist fantastisch, ausgelassen, fröhlich, entspannt. Es ist verhältnismäßig still, denn man darf keine laute Musik machen, alles läuft über Kopfhörer und ich muss sagen, dass das echt super ist. Klar, vielleicht nicht gerade für Verstärker oder Boxenbauer, aber für die Ohren ist das wirklich eine echte Erleichterung. Auf jeden Fall möchte ich mich mit dieser kurzen Vlogfolge nochmal ganz herzlich bei euch allen bedanken. Danke für eure Besuche an meinem kleinen Stand, danke für euer positives Feedback und die netten Worte. Es war wirklich toll, so viele von euch ja mal endlich in echt, endlich live zu treffen. Ich hatte tatsächlich kaum Zeit, mal wegzugehen. Manche haben sogar Geschenke mitgebracht. Wirklich mega, mega, mega. Vielen Dank. Es tut so gut zu merken, dass die Bass-Community durch meinen Bassunterricht ja, zusammenkommt und es so viele wissbegierige Bassisten gibt und es euch auch so viel Spaß macht, Bass zu spielen und Bass zu lernen. Ich kann nur sagen, weiter so. Ich mache auf jeden Fall weiter so und ich habe durch alles, was ich gesehen habe und wenig gesprochen habe und natürlich auch durch euer Feedback wieder so viel Energie und Inspiration und neue Ideen bekommen, wie wir die deutschsprachige Bass-Clique, die Bass-Community zusammenbringen und fördern können. Jeder einzelne von euch trägt so viel dazu bei und das ist mir tatsächlich so viel wert, das ist ganz und gar nicht selbstverständlich und ich weiß das wirklich zu schätzen. Vielen Dank. An dieser Stelle vielleicht dann auch nochmal mein Aufruf und Tipp, macht Musik. Spielt und lernt Bass. Die Welt braucht mehr Musik, mehr Bassisten, bessere Bassisten. Und vor allem unterstützt Live-Musik. Geht zu Konzerten und ins Theater, unterstützt Künstler und Bands und Veranstalter. Beschäftigt euch mit Bass, kauft Basszeitschriften. Die Gitarre und Bass, hier den Bassprofessor. Es gibt so viele Musiker, die stecken ihre Leidenschaft und ihr Herzblut in solche Sachen. Und ich finde, dass wir im Zeitalter der digitalen Welt solche handfesten und echten Sachen wie Magazine und Konzerte unterstützen sollten und darauf achten sollten, dass uns das alles erhalten bleibt. Aber zurück zur Guitar Summit. Trotz reger Beschäftigung an meinem Stand und natürlich auch am Malo-Stand habe ich mir doch noch schnell die Zeit genommen, um außerhalb der offiziellen Öffnungszeiten noch kurz einen kleinen Eindruck aufzunehmen. Für alle, die nicht da sein konnten. Also danke fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß. Einen wunderschönen guten Morgen. Die Ruhe vor dem Sturm. Ihr seht, jetzt ist hier noch keine Sau. Es ist früh am Samstagmorgen und wir drehen jetzt mal, wir, das heißt Marco und ich. Hi. Das ist mein guter Freund Marco Assmann. Hier ist er. Aus dem Harz. Der hat die tolle Wunderkammer, ein wahnsinniges Theater. Wenn ihr irgendwann mal da in der Nähe seid, dann müsst ihr da unbedingt hin. Wunderkammer in Lautental. Super Location. Wir fangen auf jeden Fall jetzt mal an mit einer kleinen Runde über die Guitar Summit. Und ich zeige euch ein bisschen. Und wir fangen natürlich gleich bei den schönsten Ständen an. Mein kleiner Spanner und dann gleich der Malo-Stand. Ja. Echte Schmuckstücke.